Abonnieren nicht vergessen. So, da bin ich wieder. Es ist mittlerweile ein Tag später. Hier hinter mir liegen schon die Teile. Die Teile, wollte ich so machen. Die Teile von der Explosionsrammer. Die war ich heute schon holen, habe die schon zerlegt. Ich werde die jetzt erstmal zusammenbauen und gucken, ob sie richtig funktioniert. Muss den Zylinder noch holen, innen drin, der ist ein bisschen angerostet. Und dann wird das Ding am Freitag erstmal benutzt und restauriert wird es dann, wenn es benutzt wurde. Das heißt, ich mache es jetzt erstmal gangbar und dann schön später. Zwischenzeitlich habe ich noch an dem Druckbett weitergearbeitet, das ist tatsächlich fertig. Da habe ich wohl ein bisschen das Film verschwitzt, auch weil gestern noch Besuch kam. Aber ich kann es euch ja trotzdem gerne zeigen. In funktionsfähiger Weise. So, hier mal den oberen Teil, unten drunter den Riemen mit Langlochspanner. Einmal rundherum laufend. Um die vier Gewindestäbe. Hier in den habe ich oben so ein kleines Flach reingeschnitten, dass man den mit dem Schraubendreher drehen kann. Und jetzt kann man das Ding super parallel in der Höhe verstellen und es im Laserschneider immer so anpassen, wie man es braucht. Ich habe allerdings einen kleinen Fehler gemacht, weil hier diese Schiene läuft genau unter der X-Achse. Das heißt, wenn man mit dem Laser schneidet, dann schneidet er hier drüber, was ja prinzipiell kein Problem ist. Nur die Ecken sind ja aus Kunststoff. Deswegen habe ich hier dann jeweils noch so ein ganz dünnes Flachblech drüber gelegt, als Hitzeschutz quasi, dass der Laser nicht den Kunststoff schneidet, weil Metall packt er nicht. Kunststoff schon. Ich bin aber tatsächlich am Überlegen, ob ich einfach, ich meine, ich muss ja dann nur hier die Seitenteile austauschen. Den Rest kann ich so lassen. Wäre ja eigentlich schnell erledigt. Vielleicht noch das Langloch ein bisschen verlängern, ein bisschen aufschneiden. Das ist übrigens wunderhübsch geworden. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Doch. Schön aufgefeilt. Und beim Drehmehl aufgeschnitten. Ich glaube, das habe ich auch gefilmt. Weiß ich gerade nicht mehr. War gestern. Das habe ich hier einfach mit zwei selbstschneidenden Schrauben festgemacht. Wie hier oben das Blech auch. Einfach das Doppelblech. Ich denke mal, das Ding kann man so verbauen. Übrigens, den Riemen habe ich, wo ist die Stelle, mit Gewebeband verklebt. Das hält auch. Sieht man hier schön, blaues Gewebeband, läuft einwandfrei drüber, ganz ohne Probleme. Damit ist das Projekt fertig. Heute ist dann endlich mal die Delmar K2S dran, die ist schon in Teilen, hier sieht man es schön. Ich habe die leider schon mal ein bisschen vorzerlegt bei mir zu Hause. Ich glaube, das Zerlegen ist echt nicht so eine große Sache. Ich werde es beim Zusammenbau wahrscheinlich nochmal filmen. Da ich es ja sowieso noch ein zweites Mal zerlegen muss, werde ich es wahrscheinlich da filmen. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass sie geht. Wenn sie dann geht, dann werde ich sie benutzen am Freitag beim Kumpel, um bei dem ein bisschen Schotter zu stampfen. Und wenn das gemacht ist, werde ich sie wieder zerlegen. Und dann wird die komplett schön in einer Kombination aus Hammerschlag Silber und Hammerschlag Grün lackiert und schön gemacht. Und ja, jetzt muss ich erstmal gucken, dass sie läuft. Der Tank sieht natürlich super aus, schön kristallisiertes Benzin drin. Der Kopf auch schön oxidiert, es geht aber alles, das Ventil hier funktioniert, die Zündung geht. Der Kolben sieht man hier auch schön, der hat ein bisschen Rostbildung gehabt in den Laufbahnen von den Kolbenringen. Die Kolbenringe selber sind auch ein bisschen mitgenommen, kann man aber alles wieder putzen, also außen sind hier eigentlich okay. Mein Sorgenkind ist leider hier. Machen wir gerade das Licht von der Kamera an. Ja, automatisches Videolicht bringt wohl wenig. Na. So, nun aber. Die Laufbahn hat ein bisschen was abgekriegt. Hat wohl mit Wasser drin gelegen oder so. Da werde ich wohl mit der Hohnmaschine durch müssen. Einmal ausholen, dann ist das aber auch wieder gut. Also so wie es aussieht, wurde das schon mal gemacht, weil das da sind ziemlich raue Spuren tatsächlich. Bin mal gespannt, ob ich die Laufbahn wieder hinkriege. Funktioniert mit das Ding auf jeden Fall, weil unzerstörbar die Teile. Und leider ist auch hier der Kühlkörper gerissen. Das scheint mir Aluminium zu sein. Muss ich wohl abschrauben und ich guck mal, ich habe hier irgendwo noch. Ja, ich habe eben noch Ordnung gemacht nach dem letzten Video. Da hat die Werkbank ja ausgesehen, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Ich habe hier tatsächlich AL75 Aluminiumlot. Hier ist noch irgendein anderes. Für Zink des Eisenblech mit bla bla bla.
Was ist das überhaupt für Alu? Ah, AL85, da hier. Hm, hier unten. Da würde ich natürlich eine Hand fürs wieder reinzumachen. Ja, damit werde ich mal versuchen, ob ich das wieder zusammengelötet kriege. Und dann schauen wir doch mal. Als allererstes werde ich mir hier die Kolbenringe vornehmen, werde die ein bisschen sauber machen. Hier fliegen noch ein paar kleine Teile von dem Ding rum. Und ich denke mal, ich werde den Tank einfach mit einer Lösung aus Salzsäure und Wasser füllen. Das nimmt eigentlich relativ viel weg. Ob das den kristallisierten Sprit wegmacht, weiß ich nicht. Wird sich aber zeigen. Mal gucken. Einmal durchspülen kann man es ja. Das hier hatte ich schon mal draußen. Das war fecht wie Sau. Da musste ich mit zwei Hebeln mit 1,50 Meter Länge arbeiten, dass ich die Schraube da unten drunter rauskriege. Ist aber nichts kaputt gegangen. Also ist ja die Hauptsache, ne? Dass man zerstörungsfrei arbeitet. Der Deckel hier ist leider hin. Muss ich mal gucken. Vielleicht kann ein Freund mir den aus Stahl oder so nacharbeiten. Einen neuen O-Ring habe ich schon mal drauf gemacht, dass ich das Ding noch erfüllen kann. Ohne dass mir die Brühe hier durch die Werkstatt fliegt. Den Griff müssen wir auch neu machen. Da hat einfach jemand einen Schaufelstiel irgendwie zugeschnitten. Jo, das Ding hat wohl schon ein bisschen gearbeitet. Ist aber auch schon etwas älter. Hauptsache ist, Zündung geht. Lauffläche sieht eigentlich größtenteils gut aus. Wenn das gewohnt ist, dann ist das gut. Würde ich sagen, legen wir mal los. So, ich habe mich dann doch umentschieden. Ich werde jetzt erstmal die Zitronensäure aufkochen. Schleichwerbung für Orangina. Ich habe hier so einen coolen alten Ofen aus den, keine Ahnung, 1820 oder so. Kleiner Scherz. Ja, der wurde tatsächlich in der alten Werkstatt, wo mein Opa früher gearbeitet hat, zum Erwärmen von Kolbenbolzen benutzt. Und von Kolben, also nicht von Kolbenbolzen, von Kolben. Dass man Kolbenbolzen reinkriegt. Uralt. Ich glaube, jeder Elektriker wird bei Arbeitssicherheit eine Bewertung irgendwo zwischen Hängen durch den Strang und standrechtlich erschossen einordnen. Aber funktioniert. Gets the job done, wie man so schön sagt. Ne? Macht die Arbeit, die er soll. Und ich hoffe, Fitter sind genug. Ich habe keine Ahnung, wie viel in den Tank reingehen. Und lange warm bleiben wird es auch nicht, weil das ein Aluminiumkopf ist. Aber mal sehen. Ich hoffe, die Zitronensäure hat genug Zeit zum Arbeiten. Dann müssen wir das Ding nachher noch einmal spülen. Und eventuell wird es ja sauber. Irgendwie mache ich mir gerade so ein bisschen Gedanken, dass die Zitronensäure das eine Messingteil da drin angreift. Gerade am Überlegen, ob ich das Feuer richtig dick einfetten soll. Wobei ich nicht weiß, ob das Fett das aushält. Aber besser so ein bisschen Schutz als gar keinen Schutz, ne? Bevor das Messing angegriffen wird. Also gegen Aluminium geht's nicht, das weiß ich. Im Gegenteil, man kann sogar Zitronensäure benutzen, um Aluminium zu reinigen. Ich guck mal im Internet nach. Naja. Jedenfalls, also Tipp von mir, wenn ihr mit Zitronensäure arbeitet, immer schön heiß machen, auch zum Tank entrosten oder so, ist das eigentlich einwandfrei. Gibt's bei DM für 2 Euro ein paar gequetschte, die 300 Gramm Packung Pulver. Vorgelöst, es ist zwar ein bisschen weniger Arbeit, aber das hier ist deutlich kostengünstiger. Einfach ein bisschen Wasser aufkochen und so lange Pulver reinschütten, bis sich nichts mehr auflöst. Dann hat man eine relativ hohe Konzentration. Keine Ahnung wie viel, ich bin kein Chemiker, aber hat bis jetzt immer funktioniert. So, ich habe jetzt die erste Ladung hier reingekippt. Und man sieht richtig, wie das Zeug reagiert mit dem Scheiß, der da drin ist. Also ich bin guter Dinge, dass die das löst. Abwarten. So, jetzt sieht man es schön. Liegt wohl auch daran, dass die Zitronensäure mit Aluminium reagiert. Sieht man hier oben gut. Also unten drunter wird das schön blank. Wie gesagt, Zitronensäure kann man auch in geringer Dosis zum Reinigen von Aluminium benutzen. Hier sieht man auch nochmal. Nachher einmal gut ausspülen und dann ist die Sache hoffentlich gegessen. Oh, da sind wir wieder. Ich habe mittlerweile die Säure rausgeholt. War so 10 Minuten drin ungefähr, halt voll. Und wenn man hier reinguckt, sieht man eigentlich fast nur noch blankes Aluminium. Hat also funktioniert, das da oben am Rand, da war die Säure halt nicht bis oben hin, sonst wäre die übergesprudelt, aber ich würde mal sagen, das sieht doch verdammt geil aus, oder nicht? Das hat den ganzen Dreck echt rausgeholt. Echt krass. Also, für einen Sprit rauszuholen, Ameisensäure, Quatsch, Zitronensäure, macht Alu schön blank und holt den Scheiß weg. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Schritt 1 wäre geschafft. Da ist das Video doch auch schon wieder rum.
Schau dir doch einfach mal die anderen Videos auf meinem Kanal an, lass ein Like und ein Abo da und empfehle meine Videos weiter. Support ist kein Mord. Also dann, euer Dominik.